Grund, die Leute, die jetzt zuhören oder es nachlesen und deshalb das gemacht, was der Kunde verlangt. Dass es so aufwendig wird und so viel Arbeit am Ende dahinter gesteckt hat, war uns vorher nicht bekannt, weil wir dachten, wir kommen wirklich mit Akustikgitarren aus. Hat aber leider nicht funktioniert. Und dementsprechend mussten wir das Rad neu erfinden und uns fast wie in ein neues Album reinstürzen, um die Songs so hinzukriegen, dass wir selbst dabei das Gefühl hatten, dass es wird sich jetzt lohnen, damit auf die Straße zu gehen. Wir haben schnell gemerkt, so welche Songs funktionieren und welche nicht. Und das waren eigentlich die nicht schlechter als das Original sind, ja. Und zumindest auf Augenhöhe mithalten können. Und die uns eine Gänsehaut gezaubert haben. Und dementsprechend haben wir natürlich ein paar Sachen ausgeschlossen oder wussten wir im Vorfeld, dass jetzt zum Beispiel ein LMAA in diesem Gewand jetzt überhaupt keinen Sinn macht, weil es einfach komplett an der Aussage vorbeigeht, aber jetzt oder an wo ich stehe, ja. Aber ansonsten ist es schon textbezogen, haben die auch funktioniert, die etwas tiefere Texte haben. Und ja, die Party-Songs sollen auch bitte Party-Songs bleiben. Also Frei ist ja noch fast einer, der mit am nächsten am Original ist. Also nur, dass jetzt das, was normalerweise tiefen Gitarren ballern, jetzt die Violine, Bratsche und das Cello halt machen. Aber so vom Tempo und Dings ist das ja so geblieben. Also es ist ja eher ein Sarkis oder Mein Namen oder was ist noch? Geschichten ohne Sieger. Das sind so die Songs, die eigentlich ja aus einem komplett anderen Musikbereich kommen und jetzt eigentlich wie neue Lieder sind. Also ich finde, Frei ist noch relativ nah an dem, was es ist oder mal war. Normalerweise kümmere ich mich ja auch nicht um die Charts, weil aber wir haben Platz 19 erreicht. Das war auf jeden Fall die Info, die ich von meinem Vertrieb zu ge-SMS bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch, Platz 19. Danach weiß ich nicht, wo wir dann gewesen sind oder ja heute sind. Aber letztendlich interessiert ich mich ja, wie viel kaufen sie am Ende, ja. Also was ich als kleine Plattenfirma brauche keinen Chart-Entry oder kein Ding, sondern für mich ist ja wichtig. Die und die Stückzahl muss verkauft werden, damit es irgendwie Sinn macht oder sich rentiert, beziehungsweise wir dann die Kosten wieder drin haben. Und das ist für mich das, was erreicht werden muss bis Ende des Jahres und das hoffe ich, dass das zu schaffen ist. Wir haben eine DVD aufgenommen in Frankfurt, zweiter Tag, und die wird es auch dieses Jahr noch geben. Wir werden es relativ schnell machen. Und ihr müsst die alle kaufen. Damit muss ich nämlich die Musiker alle bezahlen, die auf der Bühne stehen. Wie gesagt, ich bin ja einfach Fan. Ich gucke ja nie irgendwie, was kostet was, sondern da wird ja einfach gemacht und am Ende ja, stehe ich dann da vor der Endabrechnung und sehe, was ich da überhaupt angezettelt habe. Ich würde, glaube ich, das nächste Mal, ich bin ja so schlechter kaufmännischer Typ, deshalb bin ich ja auch Musiker geworden. Ich werde vielleicht nächstes Mal, würde ich dann vorab fragen, sag mal, was ist denn so Worst Case? Was würde es denn bedeuten, wenn das total in die Hose geht, beziehungsweise wenn es richtig gut läuft? Und hätte wahrscheinlich allen Beteiligten das Leben ein bisschen leichter machen können, wenn man einfach mal 2, 3 Euro mehr genommen hätte für das Ticket. Weil so ist es schon. Ja, also wir spielen da in Hallen, wie die Großen spielen. Also Limp Bizkit spielt da, ja. Du kommst da in dieses Ding rein, da hängt nicht eine Box, da steht nicht eine Bühne, da steht kein Dings, keine Klofrau, keine Security, kein Gitter, kein Licht, kein nichts. Und wir rödeln da jeden Tag die Pisse rein und dann arbeiten da 10, 15 Leute, Rigger, die dann irgendwie schon morgens um 8 da das Zeug hochzerren. Und das kannst du machen, wenn dann, wie gesagt, 3.500 Leute danach auch 40 Euro bezahlt haben, aber mit 600 ausverkauften Sitzplätzen und einem Ticketpreis von 20, 22, wovon die Hälfte der Club kriegt,
total bescheuert kalkuliert, sage ich mal. Super Fehler. Es macht eine Menge Spaß und wir haben gesagt, wir machen uns auch erst nach der Tour die grauen Haare, lassen wir es dann erst wachsen. Man sieht auch für Bühne Kacke aus, wenn du graue Haare kriegst. Aber das ist so jetzt, jetzt so im so betrachtet, ja, hätte man wahrscheinlich einfach sagen müssen, hier, okay, wir reiten jetzt hier mal richtig los und die Kutsche dran und Gedöns und Geblinke und Geblank, 5 € noch drin, ja. Das wäre dann vielleicht ja, clever gewesen. Meine beiden Hoden. Wenn ich der Penis bin auf der Bühne, dann ist es mein linkes Ei und mein rechtes Ei. Und ich war froh, dass wir auf dieser Tour dabei sind, weil ein Schwanz ohne Eier ist auch definitiv kein geiler Schwanz. Ja. Junge, aufstrebende Talente, musikaffine Leute, Musikliebhaber und mittlerweile fast schon zu Freunden gehörende Menschen, die genauso wie ich, viel zu wenig Zuhörer und Leser haben. Haben meistens andere Bands. Ich habe sehr viele Freunde hier draußen, die mein Zeug ticken und mit denen ich eine sehr gute Zeit gerade habe. Ich habe es jetzt bei der CD Bruder im Geiste, habe ich geschrieben. Also das Beste, was mir je passiert ist und ich hoffe, dass ich ihn halten kann und bin nicht verhungert. Interessant, könnte ich vielleicht irgendwann mal zurückgreifen, aber ich würde es Crowdfunding nennen dann. Aber dazu, das werde ich dann irgendwann, wenn es soweit ist, rufe ich dich nochmal an und dann werde ich dir diesen Satz erklären. Das wird witzig. Okay. Werde ich ja öfters, die Frage wird mir öfters gestellt, also ich, also, also ich mag halt, ich mag Leute, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, ob es jetzt ein Lindenberg ist, ob es ein Grönemeyer ist, weißt du, ob es eine Nena ist, die ich auch als Kind abgefeiert habe und schon mit der Holzgitarre 99 Luftgalons mitgespielt und das ist natürlich alles, ich würde ja sofort mit denen was machen, wenn die mich fragen würden. Aber die haben natürlich auch schon, andere haben sie auch schon so oft gefragt, dass es mir dann so schwer fallen würde, sie zu fragen, weil ich dann nicht der Erste bin, sondern schon der 25. oder was. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht machen wollte, sondern dass ich einfach sage, ich muss halt warten, bis die mich anrufen. Dann bin ich wenigstens derjenige, der sagen kann, die haben mich angerufen und nicht andersrum. Würde ich sehr gerne machen, wenn ich ein Zweitleben hätte und vor allem einen Gaul, der Gold scheißt. Ja, weil also es ist, das ist ja jetzt, also wie gesagt, wir kommen ja jetzt schon kaum so hin, das Ganze so zu stemmen. Also und wie gesagt, noch eine andere Band, dann, das kostet alles eine Heidenkohle, irgendwie eine Band irgendwie irgendwo hinzuheben und die rumzuschicken und zu machen und dementsprechend, wenn ich jetzt mal im Lotto gewinne, wäre das natürlich sehr, sehr schön. Es gibt bestimmt schon ein paar, die ich da irgendwie an der Hand hätte, die bestimmt Bock drauf hätten, aber ja, das ist einfach in dem Bereich, wo wir spielen, nicht möglich. Ja, das geht mir jetzt ja schon noch. Also ich wüsste jetzt natürlich auch welche, aber du hast hast du noch keinen davon gestellt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Welche Frage? Weiß ich nicht, sind die 20 Topmodels da hinten irgendwie, gehören die zu dir? Gehören die 20 Topmodels da hinten zu dir? Letzte Worte. Du kannst sagen, was du willst. Und die dicke Karre, ja. Der ist den Martin und die Zopftorn, nein, gehören die alle zu dir. Du kannst sagen, was du willst, du kannst grüßen, was du willst, du kannst uns rauswerfen. Puh,
Also jetzt generell bezogen oder auf heute oder so, auf mein Leben oder wie hast du dir das vorgestellt? So? Sag einfach, was du willst. Ich sag, was ich will. Ich sag, war schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du tippst es ab und machst aus den krummen Sätzen, die ich da gerade drauf gequatscht habe, ein paar gerade. Und drück mir die Daumen, dass heute die Stimme reicht. Und morgen und übermorgen noch. Ist ja geil. Ansonsten vielen Dank für jeden, der da draußen, wie gesagt, mich supportet und auf der Tour war. Hatten eine sehr Bombenzeit bis jetzt und festgehalten.